Bist du als ein Lügner bekannt? Oder kennt man dich als einen FIFA-Zocker? Bist du ein Schlägertyp oder der mit dem Messer? Betitelt man dich als Verräter oder rühmt man dich als Frauenversteher? Bist du dafür bekannt, immer viel Make-up zu nutzen? Meine lieben Geschwister, Umar radiallahu anh sagte, dass man für das bekannt sein wird, was man oft tut. Egal welcher Sache du einen großen Wert gibst, so wirst du dafür bekannt sein. Die Frage stellt sich hier, wofür willst du überhaupt bekannt sein? Für Dunya-Angelegenheiten oder als ein Schutzschild des Islam? Gerne vergibt man auch Spitznamen. Man kennt das gut, dass jemand aufgrund seines Aussehens einen abfälligen Spitznamen bekommt. Sei es in der Schule oder während der Arbeit. Gerne mobbt man die ruhigeren und netteren Menschen. Sogar unter den eigenen Freunden macht man sich ständig fertig und witzelt über das Aussehen und die Fehler. Er hat kein schönes Erscheinungsbild. Man gibt ihm einen abfälligen Beinamen. Sie ist etwas korpulenter. Sie wird leider mit dem Beinamen Fettsack betitelt. Genau davor warnt dich Allah Azza wa Jal. O, die ihr glaubt, die einen sollen nicht über die anderen spotten. Vielleicht sind eben diese besser als sie. Auch sollen nicht Frauen über andere Frauen spotten. Vielleicht sind eben diese besser als sie. Und beleidigt euch nicht gegenseitig durch Gesten und bewerft euch nicht gegenseitig mit hässlichen Beinamen. Wie schlimm ist die Bezeichnung Frevel nach der Bezeichnung Iman? Und wer nicht bereut, das sind die Ungerechten. Hat man etwa vergessen, dass Allah subhanahu wa ta'ala dieser Person dieses Aussehen gegeben hat? Also muss man aufpassen, dass man sich nicht über die Schöpfung Allahs lustig macht. Hast du für dein schönes Gesicht, dichtes Haar, deine Intelligenz etwa gearbeitet? Nein, Allah gab es dir. Überlege dir nächstes Mal, ob du jene Person wegen ihres Aussehens auslachst. Manche Menschen besitzen nicht viel Geld und können sich keine Markenkleidung leisten. Ihre Kleidung sieht nicht schön aus. Sie haben nicht das neueste Handy. Man macht Witze über diese Person. Meine lieben Geschwister, habt ihr etwa vergessen, dass es Allah Azawajal ist, der die Menschen versorgt? So esst von dem, womit Allah euch versorgt hat, als etwas Erlaubtes und Gutes. Und seid dankbar für die Gunst Allahs, wenn ihr ihm alleine dient. Wissen wir nicht, dass alles von Allah subhanahu wa ta'ala kommt und wir den Menschen mit Höflichkeit und Respekt begegnen sollen? Es wird verständlicher, warum man die Geschöpfe Allahs ehren sollte. Man denkt, dass dieser eine Style gut aussieht, diese eine Frisur gut ausschaut, diese eine Figur sehr schick ist, jene Hautfarbe schön ist und diese Hautfarbe die schönste ist, diese Sprache die beste ist. Für dich ist dieses und jenes schön, jedoch für den anderen ist etwas anderes schön und interessant. Was denkst du überhaupt, wer du bist? Wer bist du denn schon? Allahu Akbar, Allah subhanahu wa ta'ala hat den Menschen unterschiedlich erschaffen. Und zu seinen Zeichen gehört die Erschaffung der Himmel und der Erde und die Verschiedenheit eurer Sprachen und Farben. Darin sind wahrlich Zeichen für die Wissenden. Nur weil man anders ist, eine andere Sprache spricht oder eine andere Hautfarbe hat, andere Kleidung trägt, ist man weder besser noch schlechter. Vielmehr sind es deine Handlungen, die für die Bewertung deiner Person genutzt werden sollten. Allah subhanahu wa ta'ala, der Gewaltige, spricht: Wer mit einer guten Tat kommt, für den wird es etwas Besseres als sie geben. Wer aber mit einer bösen Tat kommt, so wird denjenigen, die böse Taten begehen, nur das vergolten, was sie zu tun pflegten. Die Sahaba radiallahu anhum, welche für uns Vorbilder sind, zeigen deutlich auf, wie der Umgang unter ihnen war und welche ehrenhaften Spitznamen sie bekommen haben. Abu Bakr radiallahu anh war sehr wahrheitsliebend. So gab ihm der Prophet a.s. den Spitznamen Abu Bakr as-Siddiq, der Wahrhafte. Umar radiallahu anh setzte sich heldenhaft für den Islam ein. So wurde er zu Faruq, der zwischen Wahrheit und Falschheit unterscheidet. Abu Ubaidah radiallahu anh war als Treuhänder der Umma bekannt. Ali radiallahu anh als das Tor zum Wissen. Sumayya radiallahu anha war als die erste Märtyrerin für den Islam bekannt. Bilal radiallahu anh kannten alle als den Muadhin, der Gebetsrufer des Islam. Uthman radiallahu anh wurde als sehr schamhaft betitelt. Meine lieben Geschwister, wie seid ihr bekannt? Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch mit deiner islamischen Eigenschaft bekannt werden lassen.